Das Buch Durchkreuzt – Mein Leben mit der Diagnose Krebs ist das neueste Werk von Andreas Badlock. Organisiert wurde die Buchpräsentation vom Förderkreis Onkologie, der die Behandlung krebskranker Patienten im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit an der Glan unterstützt. Und es freut uns besonders, dass wir Herrn Dr. Badlock für diese Buchpräsentation gewinnen konnten, weil er ja selbst ein Betroffener von der Diagnose Krebs ist. Und in seinem Buch das Thema, den Umgang, wie geht man mit so einer Diagnose um und so weiter, sehr gut aufarbeitet. Der Förderkreis ist eine langjährige Einrichtung der Barmherzigen Brüder in St. Veit und ist natürlich ganz was Wichtiges, einerseits, weil sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht wird zur Onkologie und andererseits natürlich Versuch, der Förderkreis Spenden zu sammeln und das wiederum zurückzugeben an die Patienten oder an die Infrastruktur des Krankenhauses in St. Veit. Und das finde ich einfach toll und die unterstützen natürlich diesen Förderkreis, wo ich noch kann. Buchautor Dr. Andreas Badlock ist Theologe und Jesuit. Ende September 2017 bekam er die Diagnose Darmkrebs. Nach insgesamt 4 Operationen folgten monatelange Behandlungen. Die Krankheit beansprucht alle Kräfte und alle Gedanken. Wohl auch der Tod ist dabei eine bohrende Frage. Als Ordensmann und Priester geraten auch bei Andreas Badlock einige Sicherheiten ins Wanken. Und diese Diagnose kam über Nacht und hat mich ganz kalt erwischt. Und dann kommt natürlich auch der Glauben etwas ins Wanken. Gilt das auch alles, was ich anderen sage? Gott ist da, er hält dich, er trägt dich, er tröstet dich. Ja, und da kommt man schon ins Grübeln und Nachdenken. Bei dieser Buchpräsentation im Rathaus St. Veit an der Glan erzählte der in München lebende Dr. Andreas Badlock ganz frei, offen und ehrlich seinen ganz persönlichen Weg mit dem Thema Darmkrebs. 4.500 Neuerkrankungen im Jahr zeigt die Statistik in Österreich auf. Dabei ist diese Art, wenn sie früh genug erkannt wird, zu 100% heilbar. Es macht Sinn, dass man sich den Dickdarm untersuchen lässt, dass man den Darm spiegeln lässt. Es wird auch von der Krankenkasse refundiert und das ist ab dem 50. Lebensjahr sozusagen möglich. Man kann damit frühzeitig Polypen erkennen, man kann sie abtragen und man kann auf diesem Wege sicher auch nicht alle, aber doch viele Krebserkrankungen, Darmkrebserkrankungen verhindern. Wieder in aller Munde ist das Anti-Raucher Volksbegehren. Mit 882.000 Unterschriften haben Frau und Herr Österreicher der damaligen Regierung ein klares Zeichen gesetzt. Was daraus wurde, ist bekannt. Fakt ist, Rauchen ist für eine ganze Reihe an Krebserkrankungen verantwortlich. Die Mehrzahl der Länder in Europa hat das bereits verwirklicht. Man kann da auf Studien zurückgreifen, die dann sogar vor- und ausrechnen, wie viele Erkrankungen man sich da ersparen kann. Also das ist eine ganz wichtige Forderung, die hoffentlich die nächste Regierung umsetzen wird. Mit dem Werk Durchkreuzt – Mein Leben mit der Diagnose Krebs will Dr. Andreas Badlock vor allem auch eine ganz klare Botschaft an alle Mitmenschen, welche in eine solche Situation kommen, mitteilen. Ja, die Vorarlberger Hospizbewegung hat das Motto Endlich leben. Wenn Sie die Betonung auf endlich legen, heißt es, du bist sterblich, es geht irgendwann zu Ende, sei dir dessen bewusst. Aber auch es geht um Leben. Leb nicht nur dahin, vegetiere nicht nur dahin, sondern lebe. Und diesen Impuls, den habe ich nach 15-monatiger Behandlung internalisiert, aufgenommen. Ich freue mich, dass ich zu den Überlebenden gehöre und hoffe, dass es weitergeht.